Liebe Freunde, Zuschauer und andere Schwammerl, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Imperialism. Allzu lang kann das, glaube ich, nicht mehr dauern. Wir sind mittlerweile schon relativ weit fortgeschritten vor den anderen und ich hoffe einfach, dass wenn wir die Deneb-Gebiete erobert haben und da auch Typen wieder aus Malaik rausgeworfen haben, dass wir dann bei der nächsten Abstimmung schon gewinnen. Könnte sein, dass uns das gelingt, weiß ich aber jetzt nicht hundertprozentig, ob es wirklich passieren wird. Naja, sehen wir dann. Ja, was können wir noch sagen? Die letzten Male sind schon etwas länger her jetzt bei mir. Ich kann mich nicht mehr ganz so gut erinnern. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade gesehen, dass wir hier ein Gebiet an Haxako verloren haben. Aber im Endeffekt, glaube ich, werden wir die schon besiegen. Unsere Züge haben wir schon gemacht, aber daherinnen haben wir noch nichts gemacht. Wir holen uns Stoffe und Schafe zurück nach Hause. Wie viel brauchen wir davon? 57. 29, 28. Machen wir das mal so, dann haben wir überall so viel Überschuss, dass sich ein Obst damit ausgeht. Also eine Dose damit ausgeht. Machen wir das mal weiter aus da. Gut. Sowas und sowas, das kommt immer gut an. Außerdem bauen wir das aus. Öl haben wir natürlich noch keines. Da sind wir voll, 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 voll. Gut, irgendwas sollten wir ausbauen hier. Denk gerade nach. Rein theoretisch sollten wir nicht das ausbauen. Vielleicht bauen wir wieder beides aus. Gut, wir ver. Achso, mir fällt gerade ein, wir brauchen neue Leute. Neue Leute braucht unser Land. Ah, ich sehe, das letzte Mal sind unsere Stühle nicht losgeworden. Wir verkaufen, sagen wir mal, 70 jetzt. Schauen wir mal, ob was übrig bleibt und wir kaufen alles, was wir so noch kriegen. Na gut. Schaut nicht so gut aus derzeit, aber gut genug. Und Ende. Ja. Was haben wir hier? Die sind gerade hierher unterwegs. Was ist mit dir? Ah. Ihr seid noch am. Ihr seid noch am Ausbauen. Oh. Wir haben ziemlich viel verkauft, hoffe ich, an Kessel. Ja, wir kaufen einfach alles, was wir kaufen können. Noch mehr ist genug Geld hier. Mehr ist genug Kapazität, um mit den Schiffen zu fahren. Wir haben wirklich 70 Furniture an Kessel verkauft. Schaut aber was an. Wow, brauchen die überhaupt diesen ganzen Möbel? Die sitzen alle gut dort. Wir haben damit wieder einen ärgeren Gewinn gemacht, nämlich 100.000 fast.
Congratulations, Your Excellency, due to the growth of your army. Noch ein General, jetzt weiß ich schon langsam nicht mehr, was man mit denen machen soll. Und wieder ein paar elende Schiffe, die herumfahren, wo sie nicht herumfahren sollten. So, schauen wir mal. Was gibt es denn überhaupt noch rein theoretisch? Twelt, Zazi. Mal schauen, ob wir in Twelt was kaufen können. Ah, wir könnten das da kaufen. Machen wir doch glatt. Gut. Wo haben wir noch mehr? Ah, da können wir noch schauen. Das ist direkt neben meinem Depot. Da haben wir eigentlich nichts direkt neben Depots. Ja, dann machen wir einfach da weiter. Ah, sehr gut. Und das erste Erdöl haben wir ebenfalls. So, ich überlege gerade, brauchen wir da her, oder? Yep, einen Haufen Essen. Das brauchen wir, glaube ich, eh. Du machst nix. Dann haben wir da eine Artillerie, einen General und. Und, was ist das letzte? Einen Scout. Wo schicken wir die jetzt hin? Mit nach Single. Yep. Das ist eine schöne Angriffsarmee. Vielleicht können wir dann nächste Runde doch mal Banat angreifen. Sechs Heavy Artilleries. Naja, soll sein. So, in Deneb haben wir einen Haufen Leute, die angreifen können. Greifen wir Malaik an und aus. Oder? Wie schaut es bei euch aus? Ja, schaut gut aus. Alle geheilt. Auf nach Malaik. In Naim haben wir diese Armee. Die ist jetzt auch geheilt. Das heißt, wir können da weitermachen. Gehen nach Fiolin weiter. Ihr seid auch mehr oder weniger geheilt. Ah, nein. Jetzt haben wir noch eine Runde da. So, schauen wir mal, wo sind denn die bösen anderen Flotten? Keine mehr da. Fahren wir mal in die Oleandersee. Euch. Yay, zwei Erdöl. Oh. Haben wir letztens keine Kapazität gebaut? Bin ich echt so doof? Habe ich das übersehen? Dass wir hier noch Kapazitäten gehabt hätten. Ja, aber trotzdem, das Öl müssen wir heimtransportieren. Das heißt, wir werden irgendwas anderes nicht heimtransportieren. Wie schaut das da aus? 40.
Aber Holz brauchen wir auch. Essen könnten wir natürlich weniger transportieren. Ah, wir könnten auch ein Pferd weniger transportieren. Davon haben wir mehr als genug. Und dann kriegt man bei 60, wenn geht. Dann ein Schaf weniger, dafür ein Stoff mehr. Immerhin brauchen wir zwei Schafe für einen Stoff. Also so gesehen macht es Sinn, eher die Stoffe heimzubringen. Gut, dann haben wir noch 8 Arbeitskräfte, die wir in Verkehrsmittel einsetzen. Vier. Ja, schaut gut aus. Na dann, nächste Runde. Schauen wir mal. Jep, kaufen wir, kaufen wir, kaufen wir, kaufen wir. Und auch, und auch, und auch, und auch, und auch. Und auch, und auch, und auch. So. Aber ja, darfst du einstellen. Das ist nur das Gebiet, das leer steht quasi. Schießen wir mal auf den da. Gut. Gut, ich glaube, wir haben alles zerstört. Der Computer darf übernehmen. Das hätten wir mal. So, und den Haxako greifen wir auch an, aber das suche ich aus. Naja, aber das ist eher lächerlich. Gut. Das wird kurz und schmerzlos. Hoffentlich. Das war zu sehen, dass der zuerst dran kommt. Au. Der General kann nichts machen, weil er zu stark ist. Was? Treffen beide nicht? Oi. Nehmen wir doch alles zurück. Vielleicht machen sie doch einen ziemlichen Schaden noch. Aber der sollte jetzt einen treffen, oder? Yep. Gehst du mal vor. Okay. Bleibst du stehen.
auch stehen. So, mal diese Artillerie. So, diese Artillerie. Und das ist dieser junge Mann. Schauen wir mal, ob wir denn noch was tun können. Nein, natürlich nicht. Okay, jetzt werden wir hier angegriffen. Ist auch okay. Aber eher schwach. Dieser Angriff. Gut, lasst uns diese Artillerien entsorgen. Sollen wir auf die schießen oder wollen wir die zerstören? Zerschießen wir mal die. Auch raus, du kommst auch raus. Du erst. Ach, wenn du das. Ach, wie, jetzt greifen sie uns wieder in den Bergen an. Ist okay, mach du das. Ja, das tat so. Hey, und wir haben auch eine Seeschlacht gewonnen. Wow, 3 gegen 5 Vessels. Bist du wahnsinnig? Zwei von unseren Ironclads sind gesunken, aber immerhin eine Ironclad, eine Dings und die letzte Ironclad hat gerade mal so überlebt. Wow, nicht schlecht. Das sind die Schlachten, die wir gewonnen haben. Das ist die Schlacht, die wir nicht gewonnen haben. Aber gut, das war klar. Mit den paar Typen, die wir da haben. Okay. Hey, da gibt es so viel zum Kaufen in der Welt. Das ist nicht schlecht. Na, dann such gleich mal weiter. Ah, wie geht's da hier? Wie geht's euch? Könnt ihr schon was anderes angreifen? Jep. Na dann auf nach Bergen. Oh, ihr könntet auch schon weiter angreifen. Na, wir warten noch auf die eine Truppe, die danach kommt, oder? Ja, oder wir lassen das einfach und greifen da weiter an. Na, wir bleiben noch. Ihr seid schon etwas angeschlagener. Ich gehe dann mal trotzdem nach Deneb. So, jetzt seid ihr wieder in Ordnung.
Tod, ihr passt auf dieses Gebiet auf. Und du, mein Freund, der mehr oder weniger tot ist, schaust mal, ob du da irgendwie durchschlüpfen kannst. Aber für sich hätte ich dich ganz gerne hier. Und wenn das geht, dann komm gleich einmal dort drüber. Gut. So, was können wir heimtransportieren? Wir stellen wieder einen Haufen Leute, wir lehren wieder einen Haufen Leute, wieder 5 Leute neu einstellen. Das sind wir. Ah, wir haben kein Holz mehr. Nicht gut. Tatsächlich müssen wir Papier dann kaufen. Auch noch eine Aufbesserung. Da ebenfalls. Und da auch. So, für die ganzen Typen, die wir da rekrutieren, brauchen wir hier alles Konserven. Unsere Konserven gehen langsam zur Neige. Vielleicht sollten wir eher Konserven kaufen. Na, wir brauchen. Okay, das können wir noch nicht machen. Wir haben noch keinen Treibstoff. Wir brauchen Holz. Alles Holz dieser Welt. Vielleicht hat die Welt noch Holz, das wir abbauen können. Stimmt, da oben haben sie Wälder. Gut, wenn wir doch glatt als nächstes machen dann. Und auf geht's. Ja. Accept, accept, accept. Ja, okay, Baumwolle finden wir viel. Eigentlich auch Holz, aber offensichtlich nicht genug. So, bist du wahnsinnig? Was haben die da alles hergezahlt? Woher nehmen die das alles? Ich zerstöre in der eine Armee nach der anderen und das nächste Mal sind sie schon wieder voll. Wie viele Schießeisen habe ich denn da eigentlich? Wie viele Artillerien? Offensichtlich auch eine Menge. Und tatsächlich sogar einen, oh, 2 Generäle. Okay. Du gehst auch zurück.
scheinen mehr oder weniger alle Kanonen ausgelöst zu haben. Stellt sich nur die Frage, ob unsere Kanonen in der richtigen Reihenfolge dran kommen, sodass wir dort möglichst viel Schaden anrichten. Na, geh bitte. Vielleicht sollten wir das etwas vorsichtiger machen. Oh ja, wir schießen auf den. Das ist ziemliches unangenehmes Dings, dass der da ist. Ist doch relativ stark. So, wir hoffen einfach, dass nicht. Oh. Gott sei Dank, sie verstreuen das ziemlich. Okay, das sind schon die diese Truppen, die da auf uns schießen. Ja, General. So, das hinüber. So. Gut. Dann gibt es noch gut ausgerüstete. Artillerien. Das sollten wir vielleicht auch alle erledigen. Sehr gut, sehr gut. Ein Haufen Artillerien von ihm sind geflohen. Puh. Von mir werden jetzt auch Artillerien fliehen. Naja, wir warten jetzt hier mit denen, dass die rauskommen. Weil wir schießen jetzt mit weit mehr Feuerkraft rein, als die zurückschießen. Damit du das irgendwie überlebst.
So, auf diese Einheiten müssen wir schießen, weil die sind ziemlich mächtig. Ah. Und wir sollten unsere eigenen vielleicht vorbringen und nicht ihnen im Weg stehen. Das ist jetzt ein Geschoss gewesen. Wer ist dran? Ah, du bleibst stehen, du bleibst stehen. Du gehst da runter. Du gehst da rauf. Ah, okay. Kümmert euch um. Hast du den jetzt angegriffen? Ach Gott. Mist. Daneben geklickt. Jetzt hat er ihn nicht angegriffen. Davor könnt ihr gehen, dann könnt ihr nämlich auf die schießen. Sehr gut, ich glaube, wir haben relativ viel von ihnen da gekillt jetzt in dieser Schlacht. Nein, du gehst nicht vor. Da ist der Bösling da. Lass mal ihn übernehmen. Ich glaube, das sollte er auch schaffen. Weil die sind sowieso schon auf der Flucht. Und ich glaube, der Computer ist da ein bisschen effizienter als wir. Und das halt zu viel verlieren. Okay, wir haben eine Unit verloren. Er hat 16 verloren. Das ist schön. Das freut mich. Und hier haben wir auch gekämpft. Hier sind wir angegriffen worden und haben gewonnen. Age. Wir haben wieder einen versenkt. Ja, okay. Eine Kavallerie. Das kann man verlieren. Das ist okay. Die sind mir nicht so wichtig. Aber er hat 6 Siege Artilleries und eine Field Artillerie verloren. Das ist besonders cool. Bist du wahnsinnig? Und zwei Guards haben wir ihm auch gekillt. Es war zwar ein harter Kampf und wir haben starke
Verluste gehabt bei unseren Truppen, also sind schon sehr schwach, sehr viel schwächer geworden jetzt. Aber oh, das war schon okay. Your Excellency, I'm pleased to report that our industrial policies have continued to spur the growth of Ginosar. Okay. It has grown into a town. Ginosar, also. So, wir kaufen noch mehr Wald. Kaufen eigentlich alles, was wir halt so finden können. Vielleicht sollten wir, ah, da gibt es noch was zum Machen, das ist gut. Machen wir mal da weiter. Die schicken wir nach die App. Und euch schicken wir zurück nach Sindel. Euch lassen wir noch erholen. Ihr seid, glaube ich, erholt. Ja. Ah, siehst du einen General, sollten wir zu denen schicken. Machen wir weiter in diese Richtung. Nächste Runde haben wir einen General schicken vielleicht. So, okay. Wir können gleich wieder reparieren fahren. Ist jetzt zu dritt. Sollen wir in diese Straße, in die Crestkill See. Schauen wir mal, ob wir da was killen können. Apropos, wir sollten vielleicht ein paar neue Ironclads auch bauen. Stahl. Ja, jetzt ist es eigentlich gar nicht mehr so wichtig, wahrscheinlich Stahl. Aber Verbrauchsgüter sind auch gut. Die kann man teuer verkaufen. Jo. Viel, viel zu wenig Holz. Wir müssen mehr Holz heimbringen. Oh, wir können sogar mehr als eine bauen. Wir können sogar drei bauen. Das ist ja schön. Dann brauchen wir sechs Arbeitskräfte zusätzlich. Da brauchen wir wieder sowas und sowas und sowas. Wir brauchen viele, 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 viele Transportkapazitäten. So, davon brauchen wir jetzt nicht mehr ganz so viel, weil wir ja jetzt auch die Energie haben, die uns Arbeit macht. Was auch immer.
2, 8 und 4 sind 14. 14 Holz kriegen wir nur. Wenn es noch immer mehr als Dings, aber werden Gierwan angegriffen. Okay, mach du das. Also nein, wir greifen Gierwan an. Ja. Einen Schuss haben wir uns abgeholt. Passt. Jetzt stellst dich da her. Das ist da, wo wir gesagt haben, dass wir den General hinschicken müssen. Das Ding ist mal hin. Wir hätten die da erschießen sollen. Das ist wurscht, ob die fliehen oder nicht. Die können nirgends hinfliehen. Au. Das habe ich gut gemacht. Na, immerhin. Sie flieht nur. Sie hätte auch zerstört sein können. So, hier übernimmst du. Gut, und wieder ein Gebiet erobert. Und wir haben ein bisschen was abgekriegt. Naja, gut. Wir haben ja gesagt, wir schicken jetzt zu denen wieder den General zum Beispiel mal. Damit sie nicht so generallos herumrennen müssen. Your wise industrial policies have spurred the growth of the hamlet of Rivera into a village. Mal schauen. Rivera auch. Wir kaufen einfach alles, was uns zwischen die Finger kommt. Hey, und noch ein schönes Gebiet. Ist genau richtig fertig geworden. Da. Ja, wir haben da das Depot. Gut, als nächstes bauen wir da rüber. Wenn wir da her bauen, haben wir die Stadt angeschlossen und diese ganzen Wüstenfelder. Wer weiß, vielleicht haben wir ja Glück und diese Wüstenfelder sind irgendwie mit Öl gesegnet. Gut. Schicken wir die auch da zu der Armee? Vielleicht, so nicht. Auf jeden Fall schicken wir hier einen General rüber. Ist auch da, nur der General geht darüber. So, wie geht's euch? Ja, okay, ihr müsst auch noch heilen. Das heißt, wir machen mal das. Ihr heilt's auch. Geht es daher? Ihr macht es mal euch kaputt.
Jo, und ihr müsst definitiv heilen. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, wir können sogar Treibstoff heimbringen. Ist das ja was süß. Ist das toll. Ja. Das heißt, wir werden jetzt gar nicht einmal so viele Leute machen müssen. Ich hoffe, das macht der Treibstoff schon für uns. Dafür brauchen wir mehr Truppen. Ja, wird nicht besser. Ah, okay, erst nächste Runde. Da sind wir auch voll. Ah, wir haben zu wenig Getreide. Gut, dann brauchen wir diesen Transporter sowieso. 60, 30, 30. Was transportieren wir derzeit? 62, 31, 31. Passt. Wir müssen mehr transportieren. Aber das machen wir erst das nächste Mal. Bis dahin, Herrschaften, wünsche ich euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.